So, jetzt wird gegessen. Wir haben hier Avocado, 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 Avocado. Ansonsten haben wir hier noch Erdnussbutter mit Marmelade und Marmelade mit Frisch. Warum redest du dazwischen? Was ist los mit dir, Mann? Respekt, bitte, Respekt. Marmelade mit Frischkäse. Haben Sie noch was zu sagen? Nein. So, wir haben in der Wohnung noch keine richtige Roomtour gemacht, weil wir sie noch nicht eingerichtet hatten. Und jetzt stellt euch unser Special Guest unsere neue Wohnung vor. Wer ist das denn? Hallo? Ich zeig hier die Wohnung. Dann komm rein. Gerne. Wir befinden uns gerade in der Küche. Wir haben hier eine Kaffeemaschine. Trinkst du eigentlich Kaffee? Nee, ich trinke nur Kakao. Hier ist der Waschbecken. Das Waschbecken. Das Waschbecken. Hab ich doch gesagt. Hier befindet sich der Ofen. Hier machen wir immer Mehl rein, wenn sie frech ist. Na denn? Also was ist das für eine Flasche? Das ist eine Zauberflasche. Steine, die sind verzaubert. Und was passiert, wenn man das trinkt? Gar nichts. Ey, Leute, ich zeige euch jetzt den Fitnessort. Kannst du ein paar Übungen vormachen? Ja. Zeig mal, wie man richtig Fahrrad fährt. Warte. Für was ist das? Für linke Fuß. Das ist für Sixpack. Ey, wir sind jetzt im Badezimmer. Hier haben wir eine kleine Dusche. Da duscht Nada immer. Und hier ist die große Badewanne. Und hier badet Luisa immer. Wie ihr seht, ist hier die große Toilette. Da kommt Nada immer. Mila, willst du dir das Schlafzimmer zeigen? Ich hab keinen Bock. So, das war unsere Roomtour. Wir hoffen, dass wir auch was ändern bald. Wenn es euch nicht gefällt, dann ändern wir auch was. Und jetzt gehen wir erstmal einen Kakao trinken. Was machen wir jetzt? Wollen wir spazieren? Nein, hab keinen Bock, ich will nach Hause. Bist du behindert? Sei mal ehrlich. Ich schwöre auf Gott, ne? Ich schwöre, du kriegst das zurück. Du kriegst das zehnfach zurück. Nicht korrekt. Nicht jetzt, nicht gleich. Dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Ich weiß, so ist das Leben. 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 Ich habe zu Lisa gesagt, sie kriegt das zehnfach zurück. Wir brauchen nur ein bisschen Schnee. Was ist los? Siehst du, was mit der Kamera ist? Checkst du es? Wenn du so Seitenprofil machst. Ja, wenn du so von Seite. Was ist los? Alles kommt zurück im Leben. Alles kommt zurück im Leben. Leg dich nicht mit Nada Jindawi an. Ey, wa. Allah ist groß. Wenn Allah schickt, das geht. Leute, sag mir, wenn ich mich täusche. Hier sind zwei Striche und hier sind zwei Striche. Auf der Verpackung steht zwei Striche, heißt schwanger. Ich glaube, ich bin schwanger. Ey, wa. Bist du bereit für ein Kind? Ja, aber irgendwie habe ich gerade Mieskrämpfe. Bauchschmerzen? Ja, aber so anders. Sag, du musst furzen, mehr nicht. Geh furzen, diese Bauchkrämpfe sind weg. Leute, wir sind busy. Wir haben Termine, sehr, sehr wichtige Termine. Wir müssen zum Frauenarzt. Luisa hat schon ihr Schwangerschaftsgetränk. Ja, wisst ihr, was da alles drin ist? Ich sag euch jetzt. Alle Vitamine, die ich brauche. Bist du aufgeregt? Ich bin todesaufgeregt, was redest du? Nee, was passiert jetzt? Jetzt machen die einen Ultraschall. Ja. Ich glaube Ultraschall und Blutabnahme. Willst du mal probieren? Nein. Erklär mal, wo sie einen Termin macht. Sie macht vorne einen Termin im tiefsten Ghetto. Was hast du uns hingebracht, Luisa? Wie gruselig war. Hallo? Komm doch, wenn du dich traust. Ich darf dich mit rein einfach. Tarif, das ist das Ding. Wenn du kein Kind willst, Handyvertrag abschließen. Wir sind wieder zu Hause. Vor Freude haben wir vergessen zu vloggen. Der Frauenarzttermin war sehr erfolgreich. Wir sind schon in der siebten Woche. Ich bin schon in der siebten Woche schwanger und wir freuen uns extrem. Willst du dieses Foto zeigen? Ja, Mann. Okay, wartet. Ich habe heute einen Ultraschall gemacht. Ich fand es schade, dass Nada nicht mit reinkommen durfte, aber wegen Corona-Maßnahmen dürfen leider keine Begleitpersonen mit. Jetzt geht Nada zum Training. Ich muss Gas geben für Kind. Ich muss Tore schießen. Ich muss Tore schießen. Ah!
Jedes Mal, wenn ich müde bin, denke ich mir, ich krieg ein Kind und dann gebe ich noch mehr Gas. Ist so krass, was dieser Gedanke mit dir macht, Walla. Hey, hallo? Ja, Mila. Was? Ist heute Mila-Time? Ja, heute ist Mila-Time. Bist du bereit? Du bist Onkel, Mila. Ich werde kein Onkel, auch keine Tante. Gebt euch mal ihren Style heute. Mila, kurzer Outfit-Check. Was hast du heute an? Einmal diese Jacke. Und wie viel hat die gekostet? 60 Euro. Was hat der Pulli gekostet? 94. Hose? 36 Euro. Und die Schuhe? 1 Euro. Was kostet das Outfit insgesamt, wenn du das alles zusammenrechnest? 200,23 Euro. Wie ist das eigentlich für dich, dass du jetzt Tante wirst? Ich werde keine Tante, weil ich noch zu klein bin. Du bist wirklich Tante, wenn unser Kind kommt. Aber wenn Luisa entscheidet, dass ich zu klein bin? Mila, ob du zu klein bist oder nicht, wenn unser Kind auf die Welt kommt, inshallah, wirst du Tante sein. Was glaubst du, wann das Kind kommt? Eine Woche. Aber sie ist doch erst in der 7. Woche. Du musst 9 Monate warten. Nein. Na, der, wer schon schwanger ist, der kriegt auch schnell sein Kind. Hey, wa. Ja, Luisa? Ja. Wir holen dich jetzt ab. Okay. Ich habe für Mila Spielzeug geholt. Abo. Hate me, but I'm for angel. Hate me. Hate me heißt hass mich. Hate me meine ich nicht. Hate me. Hey, wa. Luisa, kannst du bitte ins Zimmer gehen? Komm bitte erst raus, wenn ich dich rufe, okay? Ja. Ich wollte dir Danke sagen. Du bist die schönste Schwester, die man sich wünschen kann. Und für Luisa bist du auch die schönste Schwiegerschwester. Luisa, bring das Geschenk her. Du wusstest, dass ich mir alle ein LOL auswünsche? Wow. Hey, ich gehe jetzt nach Hause, mit meinem Koffer auch gepackt. Und jetzt geht's ab. Aywa! Ey, Mila, hör mal zu. Bitte jetzt auf dem Weg nach Hause nicht singen, okay? Okay. Ich glaube, ich habe den Kofferraum nicht richtig zugemacht. Okay. Here I am, once again. Hey, what? Hey, Leute, come on, conversation. Come on, everything, good recommendation. Mach das nicht mehr, bitte. Mann, du bist schwanger. Hör auf, dir so rumzuspringen, Mann. Voila, das Kind denkt sich gerade so, was macht die da? Wow, the sunshine is out. Because in the sunshine, jetzt muss man Sonnenbrille tragen. Hey, wa. Wir sind da, Leute. Wir holen uns jetzt einen Shake. Dann genießen wir die Sonnenstrahlen. Ich hole mir jetzt einen Kaffee und fürs Kind nochmal einen Espresso, damit es, wenn es rauskommt, immer wach ist. Dieses Kind muss wach sein. Er macht Spaß. Nicht, dass ich denke, dass du es ernst meinst. Macht keinen Spaß. Siehst du aus, wenn ich Spaß mache? Kaffee haben wir. Wo ist unser Essen? Unser Essen kommt. Das Baby hat Hunger. Okay. Wie schmeckt das? Delicious. Was heißt delicious? Bezaubernd. Delicious. Okay. Und jetzt geht's für uns weiter. Wir geben unser Auto ab zur Wäscherei. Ist das Wäscherei? Also wir geben unser Auto ab zu einer Autowaschanlage, so. Nein, keine Autowaschanlage. Luisa, was laberst du für eine Scheiße? Bist du verwirrt? Bist du verwirrt, weil du schwanger bist? Wir geben nicht unser Auto ab zu einer Waschanlage. Ich weiß selber nicht, wie das heißt. Wir geben das Auto ab beim Autoputzer. Autoputzer? Wir geben einfach das Auto ab in einem Waschsalon. Waschsalon? Da hinten wird gerade unser Auto sauber gemacht. Ey, so, Leute, Nada hat sich einfach ein Stück für 30 Euro gekauft. Ich muss mich dazu rechtfertigen, Walla. Das ist nicht meine Art. Wir kaufen voll auf den Notizbücher und benutzen die nicht. Ich dachte mir, wenn ich einen teuren Stift kaufe, dann wird das richtig bluten. Ab jetzt könnt ihr mich Nada von Goethe nennen. Ha, mein Perle von ganzen Europa. Außerdem kann man diesen Stift auch schön mit einem schwarzen Pullover kombinieren. So. Hey, wir sind
sind angekommen, wir waren einkaufen, jetzt sind wir hier, und was wir vergessen haben euch zu zeigen, unser sauberes Auto. Die Teppiche, sie glänzen, nicht eine Krümel. Hier gibt's auch nix. Oh, was, hier gibt's nix? Hier gibt's mein 30-Euro-Stück. Hier gibt's nix, sagt sie, was ist los mit dir? Frisch. Love and the marriage, love and the marriage. Sie fängt direkt an mit Sport. Luisa, bitte, du sollst dich entspannen wegen dem Kind. Luisa, wäre ich eine Mutter, ich würde hier so liegen, alles essen, worauf ich Lust habe, mich entspannen. Dieses Kind muss sich entspannen, du musst dich entspannen. Luisa, sei dick, werd fett, wallah, ich lieb dich. Chill einfach. Heute ist ein neuer Tag und heute habe ich einen Termin beim Frauenarzt. Ich werde euch heute mitnehmen. Hallo. Komm doch in die Straße. Ich bin noch richtig aufgeregt, Mann. So, ich bin jetzt fertig. Ich freue mich einfach so sehr. Ich habe meinen Winterpass bekommen. Das ist richtig schön. Und alles ist in Ordnung bis jetzt. Ich freue mich einfach so. Ich kann es kaum abwarten, ne? Das zu zeigen, mein Mutterpass. Es ist einfach so eine Gefühlsexplosion, wenn du weißt, dass alles in Ordnung ist. Oh mein Gott. Ich bin einfach so dankbar.